Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu den Super Smash Bros. Stars, hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Sonics, der wohl berühmteste Sonic-Spieler der Welt, zusammen mit Ken und Ruff. Ken hatten wir ja schon in dem Sephiroth-Video, weil er auch als der weltbeste Sephiroth bekannt ist und Sonic spielt halt wirklich nur Sonic. Und hat, glaube ich, auch die besten Results. Von daher schauen wir uns den an. Bei Sonic ist immer so eine Sache. Spielst du jetzt super campy oder so eine Mischung aus beiden? Und bei Sonics hat man eigentlich eine ganz coole Mischung. Weil Ruff ist so der typische Timeout-Sonic, den ich deswegen auch sehr feiere. Was immer so richtig witzig ist, wie er einfach die Gegner outcampt, wegläuft und ja. Feier das, einfach auf Timeout spielt. Aber Sonics ist halt mehr Action geboten und da kann man mehr analysieren und deswegen ist er heute unser Mann. Und er spielt eben halt nur Sonic. Ken spielt ja, wie gesagt, auch noch Sephiroth. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier zwei richtig coole Tournament-Sets rausgesucht. Einmal gegen Glatten, den besten Spieler Europas, der natürlich für seinen berüchtigten Wario bekannt ist. Und hier tatsächlich einmal ein Grand Final mit Riddles. Riddles ist immer Hype, Riddles ist immer witzig. Gucken, wie er sich gegen Riddles anstellt mit Sonic. Ich finde, Shotos sind jetzt nicht so toll gegen Sonic. Bei Wario ist es eher im Even-Bereich, würde ich behaupten. Trotzdem denke ich, wir sind ein cooles Set. Ich freue mich drauf. Alles, wie gesagt, blind. Und Grüße gehen raus an VG Bootcamp. Ohne VG Bootcamp könnte ich das ja gar nicht machen, könnte ich die Tournament-Matches nicht analysieren. Danke fürs Bereitstellen dieser Video-Footage, sodass andere Creator und Creatorinnen drauf reagieren können. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit Glatten hier an. Los geht's! Boah, es ist wieder laut. Dann wollen wir mal gucken. Sonic gegen Wario. Was ein Duell. Gut, gab's auch schon im Brawl, ne? Sonic war lange Zeit in Smash 4 mein Second. In Smash Ultimate gefällt er mir nicht mehr ganz so gut. Das Combo Game hat sich irgendwie für mich persönlich negativ entwickelt. Ich bin nicht mehr so ein Fangirl von Sonic. Wie ich es in Smash 4 war, aber ich habe ein bisschen Knowledge. Sagen wir es mal so. Mehr als zum Beispiel mit Ken in der letzten Episode, wo wir Takera analysiert hatten. Takera. Oh Gott, das ist ja schon wieder. Da würden die Hater sagen, typisches Sonic-Gameplay. Er steht einfach nur rum. Ja, da springt er. Dann macht er den Spin. Kriegt die Weak Back Air und hat jetzt den Lead. Jetzt kann er einfach wegrennen. Ich erwarte ein bisschen, bis das Schild Pokéball ist. Hat aber nicht gepokt. Oh, das mag ich halt nicht bei neuen Sonic. Die Gegner fallen manchmal random aus der Up-Air. Das war in zwei Spielen nicht so. Wow, ganz komischer Trade in der Back-Air. Ja, die Newtbee von Wario ist ganz gut gegen Sonic. Aber muss er halt auch clever benutzen, ne? Oh. Dirty. Schon 70%, ey. Für die paar kleinen Kombos. Ja, und man kann den Spin Dash auch nicht mehr canceln. Das ging zum Beispiel ja noch. Du kannst mal Spin Short machen. Du kannst damit canceln. Du kannst das machen, was Sonic sehr gemacht hat. Alles ein bisschen doof und umständlich. Da mag ich den neuen Sonic nicht so. Da. Short up, down air. Naja. Wer Lust drauf hat, ne? Cool. Oh, in die Forward Air und der chase mit Back Air. Offstage? Ja. Aber Glatini weicht aus wie ein junger Gott. Die weak Neo-Trail von Sonic ist so ein Combo-Heaven. Kriegt man nicht oft, aber wenn man sie bekommt, fühlt sie mal gut an. Ich habe auch wieder keine Kommentatoren, deswegen übernehme ich das. Eure Lieblingskommentatoren im deutschen Raum. Dash Attack? Ja, die wurden bis besser, aber die hat in Smash 4 nicht oft connected. Aber das ist jetzt auch nicht der Game-Winning-Move von Sonic. Bei Sonic Game Winning ist meistens die Back Air. Vor allem die Back Air Kill Confirms und natürlich Edge Guards. Sowie natürlich der schnelle F-Smash.
Oh, der Jab. Als schnelle Option. Oh, das ist nettes Ledge-Trapping, was du da machst, Sonic. Aber Gluttony, die Ruhe in Person, die Ruhe selbst. Als ob er jetzt zuerst den Kill macht, 181%. Also wenn du die Backer nicht triffst, Sonic schon Killprobleme, ne? Aber Sonic ist einer der besten Charaktere, wenn er ein Lead hat, weil er einfach die ganze Zeit nur punishen kann und wegrennen kann. Der hat das Spin einfach getötet bei 200. Das war ja auch noch nie sehr richtig bekloppt. Ja, viele mögen Sonic Gameplay nicht, weil es immer alles so gleich aussieht. Side-B, Down-B, Neutral-B. Es sind immer verschiedene Moves, ne? Down-B ist mehr um Shield-Pressure und Cross-Ups zu machen, Multi-Hit. Side-B eben halt für Kombos, hauptsächlich. Und es ist halt ein bisschen schneller als die Down-B und die Neutral-B ist halt Homing Attack, Auto-Aim. Kannst du auch chargen für Mix-Ups und mehr Damage. Gibt schon Unterschiede bei Sonic. Also den Hate verstehe ich an der Stelle nicht. Finde ich Luigi schlimmer, der nur Grabs macht. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nicht die Crowd. Hui. Kombiniert den Spin immer mit präzisen, gut getimten Jumps in diverse Kombos. Ja, das ist der Klassiker in Super Smash Bros. Ultimate. Side before erst connect ich eigentlich fast immer. Und bringt die Gegner auch meistens offstage. Hui, die aggressive Option mit der Down-Air und der landet auf Spring und konnte ihn weiter pressuren. Krass, 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 krass. Heftig gespielt von Gluttony an der Stelle. Alles nur wegen der aggressiven Down-Air. Zumindest den Flow rausgenommen von Sonics. Hui, das ist auch immer eine clevere Sache, der Spring einfach auf dem Boden aufzustellen. Weil er hast du noch den Jump und kannst immediately hinterher chasen in Luft. Viele sagen ja immer, Falco hat zu hohe Sprünge. Quajutsu hat hohe Sprünge, stimmt auch. Falco und Greninja können verdammt hoch springen, aber Sonic auch, mit Hilfe des Springs. Der ist sofort da. Du bist da oben nicht safe. Der folgt dir bis in den Schlund der Hölle und da ist der F-Smash, der ist so krass. Engelbar, super strong und hat kaum Lag. Da. Ha! Der englische Voice Actor von Sonic. Natürlich nicht mag Stachel, wie im Deutschen. Aber leider auch nicht mehr Jason Anthony Griffith. Den fand ich am besten. Den Sonic-Synchronsprecher. Ui. Side-B forward air, Side-B back air. Ach, da cool. Two-Frame-Attempt hier von Gluttony. Ja, Sonic ist schwierig zu ledge-trappen. Es wird so schnell und so mobil und hat echt viele Options. Schöner Jump-Catch an der Stelle. Von Sonics. Oh, da hat er so leicht delayed. Guckt euch das mal an. Da hat er jetzt leicht delayed, dass er die Fort eher später bekommt, sodass der Gegner näher eine Blastzone gezogen werden kann. Nicht schlecht. Da natürlich ein Klassiker. Jump Catch an der Edge mit der Back Air, die auch long lasting ist. Hat aber nicht ganz gereicht. Und er taggt das. Das ist schon wieder Top Level Play as its finest. Die Option war ja so krass ausgewählt. Von Sonics. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das macht doch übelst viel Damage. Da, 20 Schaden, voll aufgeladene Homing Attack. Er taggt es aber. Boah. Aber das war ein cooles Edge Guarding, beziehungsweise ein guter Attempt von Sonics mit der Homing Attack. Das war mal was Neues. Das kann ich jetzt so nicht. Ja, Sonic ist auch leichter geworden im Ultimate. Stirbt viel schneller. Jetzt sind Smash 4. Oh, Jab to Grab. Smash 4 Klassiker, man kennt's. Schön mit den Spring-Nerven, aber Gluttony stört es nicht. Ui, der Waft! Sonic ist 10% der Waft! Leute, der Waft! Gluttony können noch comebacken über die Bäcker. Sollte definitiv reichen, ja. Dann springen wir vor. Was?
Okay, Gluttony hat offiziell keine Seele mehr. Er spielt Roy. Den Brainless Zordi. Scheinbar war ja doch nicht die beste Antwort auf Sonic. Das war eigentlich sehr in Ordnung. Roy ist definitiv natürlich noch schneller unterwegs. Komm mit den Dischoins. Sowieso immer gefährlich. Oh Gott. Ja, man merkt, Sonics respektiert hier schon die Dischoins. Hat Schwierigkeiten, ein Opening zu finden. Das war ja Wario nicht so. Konnte er das Game so ein bisschen bestimmen. Die Down-Tilts halten Sonics irgendwie davor ab, ein Opening zu finden. Aber er hat das. Somit natürlich auch den Lead. Jetzt muss er ihn mehr approachen. Up from Neutral Air? Ui. Interesting. Das war ein strong Neutral Air. Oh, er lässt ihn gar nicht mehr zu Boden kommen. Fast vor Air Dodge von Gluttony wäre da vielleicht angebracht. Boah, das hat gekillt, ne? Der erste Mensch hat tatsächlich gekillt. Ja, Roy, grausame Recovery, sollte immer ein Edgeguard sein mit Sonic. Hat er auch gemacht. Bleib lieber bei Wario, Gluttony. Der steht da einfach. Bei niedrigen Prozent mit Roy. Ja, die Recovery ist nicht das Nonplusultra, aber komm schon. Es ist Gluttony. Ist nicht irgendjemand. Es ist Gluttony. Ach, schön. Schön die Recovery gemixt. Erst Spring und dann Air Dodge. Kannst du ja auch erst Air Dodge und dann Spring. Wie gesagt, Sonic zu Edge kann ist ziemlich schwer und er shiftet ja auch die Hurtbox durch den Spin. So ein bisschen wie bei Samus Down B. Ist schwierig, den Offstage zu erwischen. Doch, doch. Schön der Steck. Und der ist Edge Guard und der Tod. Oder auch nicht. Ich hätte gedacht, du Edgeguard ihn. Ich glaube nicht, dass Gluttony bei Roy bleiben wird. Das ist eine Katastrophe. Das sollte killen, ja. Natürlich killt das. Das killt ja auch bei 60. Ja. Habe ich ja eben schon gesagt, ne, wenn man so ein Weak Hit von Neutral bekommt, kann man aus in jeden Area kommen. Und Up Air, Back Air, Forward Air. Gut, den Down Air jetzt nicht. War schon cool. Kann man halt als Swift Punish nehmen. Man merkt, wir gegen den Lag, Landing, Weak Hit, Neutral Air into engen Area. Ist halt immer eine gute Sache. Das ist die Cross-Up. Den Spin Dash. Der Jab. Da stirbt er schon fast wegen F-Smash. In der Mitte der Stage. Boah, sad, wenn er das noch comebackt. Hui. Zwei Down-B. Multi-Hit. Man hat es gesehen. Wie gesagt, Spring ist sehr gut, um Offstage einfach ein bisschen Damage aufzubauen, Gegner zu nerven. Manche können auch nicht wirklich was dagegen machen. Roy schon. Kein Sweet Spot, kein Win. Vielleicht doch. Denn das war jetzt der Sour Spot, der den Stock gezogen hat. Boah, Gluttony ist wieder back. Wir sind jetzt dead. Ist richtig spannend geworden. Ja, aber ihr seht, ne? Sonics ist eigentlich relativ cool zu watchen. Ich spiele nicht super campy, geht halt trotzdem rein, obwohl er so einen krassen Lead hatte. Fällt er sich dann noch ein bisschen passiver, kann ich aber verstehen. Und da hat er auf die Gelegenheit gewartet. Catch this landing. Wenn Grab und der Backthrow beenden natürlich den Deal. War auch viel stärker in Smash wie der Backthrow. Aber ja, bei dem Prozentbereich den killt er natürlich trotzdem. Und Gluttony bleibt tatsächlich bei Roy.
Vorteil, sieht man auch selten. Sonic. Cool, der Update, aber froh selten sehen. Ich mag der Update. Weil es halt ein Widget und kurz mit Air Dodge Landings. Und Combo dann natürlich auch. Finde ich richtig cool. Cool, dass der Update benutzt worden ist. Ich bin ein Fangirl vom Update, aber auch von Pit und Dark Pit. Die haben so einen ähnlichen. Grab? Ne. Oh, das könnte. Ne, das reicht doch noch nicht. Oh, der F-Smash war böse. Weil Spring hat ein bisschen nach oben gezogen. Das hätte schon fast in den F-Smash connected. Böse. Nicht schlecht. Das war auf jeden Fall eine kleine Trap, glaube ich. Hui. Wieder leicht verzögert und dann die Forward Air. Das macht er mal gerne, der Sonic. Forward Air out of Shield gegen relativ große Charaktere geht das. So ab Reus Größe. Sowas wie Pikachu trotzdem natürlich damit nicht. Je höher die Prozente sind, desto nerviger wird Spring. Oh, der F-Tisch. Ich sag ja, Sonic, die Recovery irgendwie zu catchen, ist Ding der Unmöglichkeit. Der Jab und die Forward Air, ja, man kennt's. Ja, Sonic, selbst hier, Sonics, einer der besten Sonics der Welt, hat halt Probleme, den Kill zu finden. So eine kleine Schwäche von Sonic. Dadurch, dass der Backflow und viele Kill-Confirms genervt worden sind, kriegst du die meisten Kills eigentlich nur durch die Edge-Guards. Upthrow? Up-Air? Oh, in the Reverse-Area, Back-Air! Double-Back-Air! Boah, schön! 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 Wie hat der Advanced-State ausmaximiert? Mit einem Opening 83 und ist immer noch Advanced State. Fängt das Landing an mit der Dashlag. Catcht ihn. Weiter mit der Back Air. Spring Edge Guard. Into Forward Air. Wow. Wow. Da muss ich applaudieren. Das war so krass. Das war so krass. So spielt so Advanced State mit Sonic. Aber wenn er wirklich ein Opening findet, der hat halt die Schnelligkeit, um voll viele Charaktere dann zu überrennen. Du kannst ein bisschen Rushdown dann tatsächlich, wenn du einen Treffer kriegst aus. Kann so gut Edgeguarden, kann so gut Druck aufbauen. Das hat Sonics perfekt demonstriert. Boah, das war amazing. Das war richtig, richtig gut. Das ging glatt in mir. Jab, okay. Er benutzt echt oft den Jab. Das hat einfach nur so ein Get-Off-Move. Hui, war Sliding F-Tilt. F-Tilt an den Kant finde ich ganz gut. Killt bei höheren Prozenten und Setup Edge Guards. War das jetzt aus dem Slide? Aus dem Slide der F-Tilt. Schön. Nett. Ah, diesmal kein Spring. Forward Air out of Shield. Das haben wir, glaube ich, schon alle festgestellt, ne? Dass Forward Air out of Shield eine richtig gute Option ist. Mit Sonic. Ne. Du brauchst keine Angst offstage haben, wenn du Sonics Recovery hast. Boah, das Lightning F-Tilt von glatten Fies. Catch die Rolle. Ruhiger dafür ist halt immer ein bisschen risky. Gegen bessere Spieler. Guck, anstatt jetzt auf Timeout zu gehen, wie Raph es tun würde, geht er halt wieder rein. Weiß nicht, selbst die Sonic-Hater können sich doch nicht beschweren bei Sonics. Ja, hat er auf Plattform Catch mit Forward Air und das war's. Richtig solide gespielt. Kann man sich nicht beschweren. So, mal gucken, wie es gegen Riddles läuft. Ich bin gespannt. Riddles checkt erstmal irgendwas auf dem Handy ab. Okay.
Das Sonic. Der ist noch relativ jung, oder? Ich glaube, der ist noch relativ jung, aber Riddles auch. Ich glaube, Riddles ist 19. Ich wünschte, ich wäre auch wieder so jung. Ich bin halt Smash-Oma. Terry, ja, Terry ist, glaube ich, besser als Kazuya in dem Matchup. But we will see. Mhm. Terry macht so viel Schaden, ne? Eine Interaktion und. Boah. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass ein Matchup für Terry oder Kazuya wäre. Aber Sonic ist gut gegen alle Shotos. Schön. Ja, Homing Attack und dann Spring Entire, das kenne ich. Das habe ich selber mal gerne gemacht. So einfach super solid. With OB at like 55%. It was ridiculous. To be fair, I think Jake was DI'ing them wrong. But to be fair, that's sounds like a skill issue. Well, Sonics didn't DI them. Boah, was macht Riddles mit ihm? Was macht Riddles mit ihm? Oh mein Gott. Was passiert hier? Hilfe. Okay, das könnte interessant werden. Interessanter als gedacht. Oh shit. Und wie gesagt, Sonic, wenn er Lead hat, ist er richtig gefährlich. Wenn er aufholen muss, geht's eigentlich. Du musst ja jetzt richtig viel aufholen. Und jetzt kommt noch Go dazu. Sonic, Terry, Steve, oh, und er taggt natürlich die Back Air. Er taggt natürlich die Back Air. Und es wäre ja nicht Riddles. Oi. Uiuiui. Epic Fail. Also wenn einer, ja, wenn einer mit Sonic mithalten kann für die Shows, dann wirklich am ehesten Terry, finde ich. Wow, he's playing actually just on one more serious note. What much more adaptation from the first set? Ach, die hatten schon mal ein Set? Wahrscheinlich. Also wieder die Forward Air. Ein shorter Forward Air catch echt voll viele Charaktere. Für Spring einfach erschienen, aber Terrys Frame-Daten waren so schnell. Dass das Sonic noch aus der Luft geholt hat. Heftig. Letzter Forward Air ist so ein Klassiker. Machen viel zu viele mit Samus, Ness, Sonic. Und die Sword Fighter. Und deswegen stirbt er dafür. Uiuiui, das war ein bisschen Destruction. Nicht mal 3 Minuten. Gruselig. Wenn Real so weitermacht, wäre es hier eine schnelle Angelegenheit. Boah, und alle Sonic-Spieler nehmen immer diese Stage. Also mit der Stage ist irgendwas. Scheint voll die beste Stage für Sonic zu sein. Die wird echt immer genommen. Ich denke, Sonic-Match, ich sehe auch dann immer Town and City. Boah, was macht er denn jetzt mit ihm? Sonic's got Riddles on the ledge here. He's trying to find a way out of this disadvantaged situation. Does it with Nair, but then homing attack comes straight through. Oh mein Gott, die zerstören sich ja gegenseitig. Once again proving itself to be much more in Sonic's favor than in Riddles. Ich weiß nicht, was mit der Stage ist. Okay. Aber da fliegt irgendeine spezielle Magie für Sonic. Also, falls ihr mal gegen Sonic spielen müsst, bannt Town and City. Holy moly! He's just a boy! Was macht er denn jetzt? Spielt der Advantage zum, wieder so fantastisch aus? Ja gut, das war ein bisschen greedy von Riddles. Straight in die Arme von Sonic. Ja, kann ich nur zustimmen. Oh, Up Smash Out of Shield. Ja, wenn etwas ein bisschen laggy ist, kannst du auch Up Smash Out of Shield machen. Das geht ja natürlich auch. Aber müssen die Gegner auch ein bisschen doof spacen. Weil wenn die Gegner gut spacen, trifft der Up Smash natürlich nicht. Aber Terry hat natürlich jetzt nicht wirklich viel Reichweite. Kann generell nicht so krass spacen. Ich bin natürlich darauf, wenn der Up Smash erwischt.
I respect the hell out of it. Und durchgepokt. Hey, das war auch clever. Text ist ein bisschen gestalled. I hope you guys can hear Omar too. Mit der Newtby bleibt länger in Luft, weicht somit aus und kontert den Grab. Nett. Aber mit der Homing-Attack kannst du auch ein bisschen stallen. Tatsächlich. Das kann ganz nett sein. Man, my face is wide. That was a wide face. Okay. Oh, Terry ist natürlich sehr gefährlich im Comeback. Ihr habt ja gesehen, wie schnell der die Stocks ziehen kann. Ich weiß nicht, was da oben abgeht mit Hungry Box, aber okay. Könnte halt jetzt so richtig campy spielen. Terry kann nicht wirklich was dagegen machen, er macht's auch nicht. Spielt weiter seinen aggressiven Advantage aus. Versucht Openings zu finden, versucht nicht passiv zu sein. Das ist halt Sonic. Schon stylischer Sonic. Ja. Hui. Die zerstören sie echt gegenseitig, oder wie? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh. Kazuya Mishima. Riddle ist aber auf Loser-Seite. Das heißt, er bräuchte ein Bracket-Reset. Wahrscheinlich schon vorher gegen Sonics verloren. Die Kommentatoren, die das auch gesagt haben. Oh. 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 Zeit Kazuya, aber Kazuya kann man wirklich outcampen, wenn er dann Lust hätte. Wobei der Crouch Dash mit der Invincibility schon teilweise helfen kann gegen Sonic. Sonic fühlt sich wie ein DLC an. Okay. Der Brawl, im Brawl hat er sich wie ein DLC angeführt. Da stimme ich zu. Habt ihr das gehört? Kazuya Mishima wins. Warum kommt das jetzt schon? How did you do that, Card? Wahrscheinlich im Hintergrund. I'm not sure. Wait, do what? Did you not hear the Kazuya Mishima wins? And just like that. Oh, yes. Was hat denn da cooles? Did you not hear the Kazuya Mishima wins? Spring? Like ein bisschen rumstollen, bis die Invincibility weg ist. Oh, geil. Geil. Vielleicht doch ein bisschen zu viel Style. Oh, ist das fies. Like my Taekwondo instructor used to say, we take those. My Taekwondo instructor said that. When I paid him $100 a week. Soll ich dazu sagen? Da war er zu viel rumgestylt, glaube ich. Hallo, Leute, passiert im Besten, ne? Ganz ehrlich, gegen Riddle, Schotos, ein Fehler und man stirbt. Da wirst du auch nervös, ne? Oh, 50. Ja. Kazuya stirbt auch nicht so schnell, das ist das Ding. Versucht dann zu catchen, Riddle stalled aber mit den Lasern ein bisschen Luft. Und wurde deswegen nicht erwischt. Sehr smart von Riddle. Kriegt nicht den Schein in it? Oh, der Sparta-Kick. Gendorf auf Wish bestellt. Gut, Leute, es bleibt spannend. Ich glaube, es gibt ein Bracket-Reset. Wenn ich mir die Videolänge anschaue, erleben wir hier jetzt ein Reset. Oh Gott, Sachen gibt's jetzt nicht. Ja, man kann nicht immer gewinnen, ihr Lieben. Auch nicht, wenn du einer der besten Sonics der Welt bist. Ich weiß auch nicht, wer besser ist. Von den drei genannten, Ralph, Ken und Sonics. Spiel auf ihre eigene Art und Weise, egal. Schon fast kein Schild mehr. Es nimmt natürlich hier Carlos eine sehr defensive, campige Stage. Muss ich dazu noch was sagen? Zu den Commentary.
Lieber nicht, ne? First time watching Kazuya? Okay, no, 16th time. Oh no, oh no, oh no! Riddles, was machst du mit Sonics? I wasn't kidding. Holy moly! Was macht der hier? This is fine. 79. All I said was that he's gonna get juggled. I didn't say he was. Was Kazuya Edgegun? Oh, Kazuya hat so viele Mix-Ups und Stall-Möglichkeiten. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und wer ist nicht Carlos, wäre er tot. Oh, der F hält an die Kante, man kennt ihn. Perfekt recovered von Riddles und eine Crouch Dash direkt hinterher. Oh. Wait. Omar's losing his mind, bro. This is not what he wants to see. Look at his Korean back. Das ist auch schön, ne? Waveland aus dem Spin. Macht Sonics auch öfter. Boah, was ist das denn für ein Wilder? Er ist ein Wilder. Echt? Oh Gott. Ich glaube, in dem Matchup müsste er echt ein bisschen campiger spielen. Kannst du ja so destruktiv einfehlen und du stirbst dort. Freestock? Freestock? Und der Black von Sonic sagt auch mehr als 1000 Worte. Schön, er hat einfach nur mit dem Kopf. Ich kann es verstehen. Kazuya ist auch ein bisschen overtuned. Bisschen overtuned ist er, ne? Mit der Invincibility und Electric Wind und so ein Scheiß. Aber schwer zu spielen. Bracket Reset. Oh Gott, Leute, alles wieder von vorne. Back air. Okay. Fürs Bewerten mit Back air von 10 Punkten. Ui. Dragdown? Hat er jetzt das Ultimate Mix-Up gehabt? Jab oder Grab? Er hat sich für einen Jab entschieden. Grab wäre richtig gewesen. Es war ein 50-50. Man muss Smash ja auf Stein, Steh auf Papier. Das konnte er nicht wissen. Kazuya ist ja auch einer der schlimmsten Charaktere im Roster. Ja, stimmt schon, was du sagst. Sag ja, ein Fehler und du stirbst. Das ist nur mit Sonic. Kinda just said, if you get on the platform, you're gonna die. Man, it's so satisfying. And he hopped onto the platform. Ja. Da hat es aber jetzt rausgewählt und gepunished. Guter F-Smash Punish. Bei dieser Rage Drive Miss Grab vom Rage Drive kann man schon gut punishen eigentlich. Hui! Kriegt er hier den Drag Down? Pops back up on stage instead of getting stuck in the tech situation. Drops down. Sonic's now doing what he does best. Einfach abhauen, richtig. Bloß dich committen, ja. Ne, catch dich trotzdem. Er catcht dich trotzdem. Trotzdem hat Sonic immer noch den Lead jetzt nicht mehr. Landing abfangen, sehr schön. Landing Punish F-Smash. Die Abhebe von Kazuya zerstört den Spring. Oh mein Gott. Das kann dieser Charakter eigentlich nicht. Oh, Tech Chase? Ja. Ja. Sehr schön. Spin Dash als Tech Chase Option. Mit Kombo-Möglichkeit. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt hat das Advantage wieder. Advantage State richtig super gut ausgenutzt. Ja, schon ist auch wieder tot. Kazuya Mishima. Looking for it with the electric. If he can get this electric at zero, he's going to do so. Oh, jetzt. Es ist nicht so leicht zu edgegarn, wie man denkt. Also, Leute, die sich über Kazuya's Recovery beschweren, sind doch nicht mehr ganz dicht. Sollen wir einmal Little Mac oder Richter oder so spielen? Another one again. He can't see the final last hit. Sonic's
50% lead right now. Was ist das für ein komischer Stream immer? Mit so Memes oben links. Naja. Und schon der Landing von der F-Smash. Ja, und der F-Smash killt sogar. Weil der F-Smash komplett overtuned ist. Ja, irgendwas muss Sonic ja auch haben. Es geht ja komischerweise mit der Terry. Was ich nicht ganz verstehe, weil er steht jetzt 2-1 mit Kazuya. Ich weiß nicht. Ich wäre bei Kazuya geblieben. Aber Terry lief eigentlich... Ja doch, im ersten Game lief Terry auch gut, aber im zweiten Game halt gar nicht. Naja, mal schauen. Going back to Terry, but same stage though. He did really well here in the first match. Oh, looking to try and catch that spin dash in with a nair so he can get the nair side B that he's been loving so much. Up throw, no follow up though. Sonic is able to DI out. Terry hat keine richtigen Flow follow ups. Schön wieder gepunished mit der F-Smash. Hier sehen wir auch, wie gut der F-Smash von Sonic ist. Wie oft er eingesetzt werden kann, einfach so zum Punishen oder als Landing Punish. Grip Headphone Users. Was hat er gemacht? Hat er jetzt okay. Er hat das Gefühl, dass Riddles von der Plattform gehen möchte, catcht das auch mit der Upsmash. Schön. Go is no longer on the board, so Riddles will have to find some other way to take this first stock off. Go is no longer on the board. Was hat denn da cooles gemacht? Guck mal jetzt, Spinshot, Waveland. Spinshot, Waveland. Coole Technik. Sonic is looking rejuvenated. Such poise. Little Jer almost jab. Turn around back here. Die Shotos sind halt bekannt für Kill Confirms. Hui, Landing up Air, ja, die kommt auch. Wäre aber die Landing Neutral Air besser gewesen. Aber das weiß ich schon. Und reden über Sonic Schuhe. Oh no. Das habe ich auch schon öfter bei nicht so guten Sonics gesehen. Es passiert einfach. Du machst einen Air-Dodge, bist in der Animation, der grabt die Kante nicht. Es passiert. Selbst Sonics passiert das. Ist halt richtig unglücklich. Einfach Smash aufladen. Als ob es geklappt hat. Hat einfach ein Smash getan. Und da seht ihr, dass dieser F-Smash von Sonic so broken ist. Hat einfach ein Smash gecharged und es hat getroffen. Den kann man auch kaum punishen, gerade wenn es aufgeladen ist. So ein krasser Smash. Forward Air out of Shield. Kennt's. Schönen Cross-Up, die Neutral Air. Neutral Air, Landing Neutral Air, ist nicht das safeste Move von Cross-Up. Das ist halt ein bisschen safer. Wie mit die Neutral Air. Kann man ganz gut vergleichen. Oh, der Adventure State wird wieder ausmaximiert. Richtig gut. Ui, Tech Chase. Oh, they're both whiffing. Finally finds. Gott, intens. Oh, Lightning Punish, näher landet auf der Plattform. Neutral Reset. Oh, er trifft die Up-Air. Noch eine Up-Air? Spring Up-Air, ich wusste. Nee, doch Spring Up-Air. Der Klassiker. Versucht, einen Mitte-Backer zu catchen. Track Shoot war schneller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh! Was war das denn? Beide Spieler choken sich die Seele aus dem Leib. Guck mal, beide haben voll verkackt. Doppelt verkackt. Boah, war das peinlich für beide. Man merkt, wie angespannt beide sind. Guck mal, are you okay? Mist. F-Smash geht in die falsche Richtung. Und er macht
Riddle ist irgendwie ein Power Wave, auch nur in die falsche Richtung. Was war das denn? Ultra Choke. Ja, und dann ein. Hä, aber warum macht er sowas Risikoreiches? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Guck mal. Hätte Riddles jetzt gewartet, der Up-Smash wäre gekommen, hätte er mit einem S-Smash punishen können, mit Are You Okay oder sonst was. Burn, Nacke und alles killt. Er rennt aber einfach rein in den Up-Smash und Up-Smash killt. Und Riddles schüttelt mit dem Kopf. Hoffentlich über seinen eigenen Fehler. Das verstehe ich halt nicht. Das wäre jetzt nicht die beste Option. Klar, ich kann jetzt natürlich sagen, ja, war ein Weird. Warum? Weiß nicht. Ich fand es zwar zu risky in so einer Last-Hit-Situation. Hat aber funktioniert, also sollte man nicht drüber reden. Wenn es klappt, klappt. Echt, was ist los? Nur Small Battlefield. Naja. Das war jetzt so. Has to readjust, although Isonics will take this 3-0. 104%, that does mean go. So he does have the opportunity. Ah, jetzt echt ein 3-0? Das wäre heftig. Wow. 69.7% on Sonics. That is kill percent if Riddles gets a Buster Wolf at ledge. Nicht nur at ledge. Buster Wolf killt auch schon in der Mitte der Stage. Bei den Prozenten schon. Jab up hier. Ui, Landing Punish. Ah, ist toll, aber gut, der Mix-Up, der ist echt fantastisch. Mit Terry. So schwierig ist für Sonics, da diese obvious Follow-Ups zu bekommen. Aber da kann er natürlich punishen mit den superschnellen, starken F-Smash. Der F-Smash von Sonic ist so krass. Okay, somehow that missed. Oh, Perry was ready that time. Ui, Edgeguard? Oh, da war wieder die aufgeladene Homing-Attack. Das gefällt mir irgendwie, dass das öfter macht. Hat diesmal aber nicht funktioniert. Hätte er loslassen müssen. That was not the correct way to deal with it, Terry returning back to the stage. Somehow got back here. Okay. Oh. Oh. Tool Frame mit Becker oder was? Was war das denn? Ich weiß nicht, ich finde auch Casual lief besser. Komisch. Oh, nochmal F-Smash. Ja, 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 ja. Und da der perfekte Edgeguard. Oh mein Gott. Cool, der benutzt halt den Spin-Shot, bricht ihn ab mit der Becke, wartet hier, weil Sonic ja ein bisschen floaty ist und dann macht der Jump fort. Ja. Im richtigen Moment, das war's. Nee, war's noch nicht? Doch. Doch, doch. Doch, doch. Jetzt. Piece of Cake. Ja, erst verloren. 3-1, was das erste Set war. Und dann Sonic trotzdem. Piece of Cake. Alles klar. Ja, war cool. Wir haben auch mal ein bisschen Sonic gezeigt. Einen aggressiven, stylischen Sonic. Und ich fand, das war fun to watch. War mal ein bisschen was anderes, ne? Und gerade diese Riddles Games, hui. Die haben mich schon ein bisschen mitgenommen. Das war wirklich spannend. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure. Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!